willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber ja, heute ist Donnerstag und ich bin gerade zu Hause. Habe auch gestern ein kleines Paket bekommen. Das zeige ich euch gerade mal. So, und zwar haben wir hier... Das ist ein DM-Paket mit einer Handcreme. Das ist die Touch of Care Handcreme. Dann haben wir ein Nagellack. Das ist so ein Pastell... so ganz hell, ich mache das mal auf. So, ich habe es gerade aufgemacht und das ist dieser Nagellack hier. So ein Pastell, so lila mäßig. Dann haben wir hier nochmal drei Nagellacke. Mache ich auch nochmal auf jetzt. Ich habe mich heute noch nicht geschminkt, deshalb sehe ich noch sehr schlimm aus. Vor allem hier an der Seite habe ich in letzter Zeit sehr viele Pickel bekommen. So, ich habe euch mal abgesetzt. So, und dann habe ich das hier bekommen. Das ist so ein Glow Nail Polish. Das hier ist mein Favorit. Das ist so ein rosa Pastellrot. Auch super süß. Wenn die Kamera mal fokussiert, aber nee. Und dann das hier, so ein mintgrüner, pastelliger Nagellack. Auch schön. So, dann haben wir noch... so Manicure-Sticks, kann man auch immer gut gebrauchen. Und eine super breite Nagelfeile. Ich bin gerade auf dem Sofa und chill hier so ein bisschen. Und ich merke, meine Strähnen sind ein bisschen heller geworden. Finde ich nicht mehr so toll. Ich lasse die jetzt rauswachsen. Aber ja. Das kommt auch immer drauf an, wie das Licht fällt, weil manchmal sind die heller, manchmal sind die nicht so hell. Aber momentan ist es so ein richtiges Blond. Finde ich ein bisschen zu krass. Aber ja. Ich bin jetzt Layering Model. Carlos hat einen neuen Style. Und du sagst noch, ich benutze diese Pullover hier nicht. Natürlich, hallo, das ist perfekt für Layering. Schau mal. Das sieht aus wie ein Vollidiot. Machst du jetzt auf Justin Bieber, oder was? Okay. Garnier-Kur gemacht? Da habe ich einfach nur Garnier benutzt. Nein, Spaß. Also wir sind jetzt auf dem Weg in ein Restaurant, wie heißt das? Das heißt Ramen Jun. Ramen Jun, okay. Oder wie der Japaner sagt, Ramen Jun. Oder so. Und das hat gestern geöffnet. Ramen Jun, ja. Das ist eine neue Eröffnung. Die haben zwar schon ein Restaurant hier. In echt? Frankfurt im Westend, ja, aber das ist das zweite sozusagen. Okay. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Allerdings habe ich, ich sollte mich zwar nicht als eigener Foodblogger sollte ich mich jetzt nicht darüber beschweren. Nee, ja. Beeinflussen lassen. Ja, muss. Aber ich habe einen Beitrag gelesen, dass jemand gestern schon da war. Und meinte, dass das Essen im ersten Ramen Jun besser ist als das zweite. So, aber zweiten. Wenn es das gleiche Rezept ist, ist es. Nee, es ist wohl eine andere Karte. Okay. Es ist nicht die gleiche Karte. Also, ich glaube, wir müssen das ausprobieren, dann versuchen wir das nächste Mal. Ja. Das andere das nächste Mal. Meine Haare sehen heute besonders aus und heute haben wir einen Look geshootet. Das hier, ein bisschen lässiger. Summery. Der ist selber gemacht, gell? Ja, die habe ich selber genäht. Diesen Rock. Und ja, Rockabilly. Gleich wieder. So, jetzt habe ich mir einen Zopf gemacht.
weil das hat mich gestört mit den Haaren. Carlos macht Pix. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg. Wie lange brauchen wir noch? Wir sind hier an diesem Park. So, wir sind hier an der Kunsti und heute ist der Markt. Donnerstags gibt es immer hier so einen Markt. Nur jetzt ist nicht mehr viel los, So, wir sind jetzt in diesem Rahmenschuhen hier an der Kunsti. Und jetzt unsere Rahmenschale. So kräftig, so geil. Echt lecker. Du kannst ja ein bisschen probieren. Na ja, gut, ich esse jetzt mal. Wir sind jetzt fertig mit Essen, gehen jetzt ein bisschen noch am Main spazieren. Hat es dir geschmeckt? Also ich fand es lecker, aber die Soßen fand ich ein bisschen zu stark. Also meine war okay, aber Carlos war einfach zu stark gewürzt. Ja, aber die hieß ja auch spicy. Aber die hieß spicy, also erwartet man ja auch was spicy, oder? Ja, und jetzt sind wir hier am Main. Ich fand's lecker. Und spazieren noch ein bisschen.
Und ich sehe gerade, dass meine Kamera blinkt. Das heißt, ich werde jetzt aufhören zu filmen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssi. Tschüss. Moin, moin. Wir waren jetzt einkaufen. Gehen jetzt heim, auspacken. Dann machen wir Essen. Und was machen wir heute zu essen? Hallo. Jojo. So, wir sind daheim. Ich habe einen Kuchen gebacken. Also es backt gerade. Es ist so ein mit Beeren. Und ohne Zucker und ohne Mehl. Also sehr gesund, ne? Ja. Denn gleich kommen meine Schwester und meine Mutter zu Besuch. Und ja. Wir haben schön aufgeräumt hier und geputzt. Dann habe ich mir das hier angezogen, das habe ich heute zugeschickt bekommen. Von Saful. So, so ein Online-Shop. Und das ist ganz schön cool. Und das ist ganz schön luftig für zu Hause. Und ja, die Lounge haben wir aufgebaut, habe ich aufgebaut. Hard to adjust now, cause you ain't around.